Fenster weg. Scheiße. Corrido, Freunde des Gepflegten, was pflegst? Hoppala, hoppa. Hallo. Jetzt mache ich, muss ein bisschen gefüttert werden, weil wir sind schon ein bisschen unterwegs und wir haben auch schon spät. Wir sind auf dem Weg für euch, Freunde. Ja, ja, ehrlich. Wir hauen einen Klopper nach dem anderen für euch raus. Könnt ihr das überhaupt noch alles so ertragen? Ja. Oh, ich höre gerade mal hier so ein Rettungsflugzeug, der wollte uns mitnehmen. Aber wir haben gesagt, nerv ich mal weiter. Freunde, für euch gibt es heute nicht das, was ich euch gerade gezeigt habe hier. Nee. Es gibt, wenn alles klappt, ein Krankenhaus. Das ist noch richtig schön eingerichtet und so was alles. Echt. Da und jetzt das Krankenhaus, die Wellnessfarm und Halleluja, Freunde. Schauer und Gewitter. Ja. Freunde, wir müssen auf den Weg machen. Schauer und Gewitter sind unterwegs. Bis gleich, Freunde. Boah, von der Seite. Ich spreche mich nicht von der Seite an. Krankenhaus, Freunde. Wie versprochen. Extra für euch. Ja, das ist der einzige Parkplatz hier. Und das ist schon ein ganz, ganz krasses Teil. Riesengroß. Hier soll es noch ganz viele Sachen drin geben. Und ja, das gucken wir uns jetzt mal an, Freunde. Ja. Wow. Ja. Wie sich das gehört am Zaun entlang. Wie es das große Loch kommt. Man weiß gar nicht, wo man hier anfangen muss. Also hier ist schon mal alles Tür und Tor offen. Dass hier die Reservebetten gestanden haben. Dass die sind bestimmt hier gereinigt worden oder so. Und von hier aus dann verteilt worden. Nehme ich mal an, aber ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, Freunde. Ihr hattet aber fett gewonnen.
Häuser, ne? Kann das sein? Nicht erschrecken. Nicht erschrecken. Okay. Alles gut. Alles gut, nicht erschrecken. Jetzt ist mein Herz genauso. Ich bin wieder arme Leute erschreckt. Hier riecht es nach Ambulanz. Hört sich vielleicht doof an, aber Leute, die schon mal im Krankenhaus waren oder so. Ne? Toi, 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 dass man nicht muss. Spacken unterwegs hier, ey. Die kennen den bestimmt, diesen Geruch nach Ambulanz. Das, guck mal hier, da. Chirurgische Ambulanz. Siehst du? Kürbis, Pommes, Mayo. Zweimal. Und das Ganze ZZ. Ah. Ja. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Das war mal eine unfreundliche, war Freunde. Sie anschließen. Alter Schwede. Da war der OP-Tisch und da konnte sie dann rauf und runter fahren. Dach geht, deswegen haben wir das hier so zugemacht. Hier ist nichts. Ach, hier war bestimmt die Kantine für die Leute. Und hier gingen die Rouladen hoch und dann kam das Essen, konntest du das Essen hier nehmen. Ja. Gibt nichts mehr am Start hier. Ganze Scheiße, bitte dahin leer. Rouladen runter. Geht's mir, hat den Kiosk geschlossen. Ja. Scheiße. Oh, Freunde, jetzt haben wir alles durch. Also. Irgendwie so ein Aufbewahrungsraum für Verstorbene gibt es nicht. Haben jetzt nochmal alles geguckt. Ja, das ist schon ein gigantisches Teil hier, ne? Halleluja. So, jetzt gehen wir runter zum Medi.
Freunde, wir genießen jetzt hier noch. Komm mal hier, eine Sonne geht so lange hier. Guck mal hier. Hinter uns ist der Mond schon aufgegangen. Ah, ist halt herrlich hier. Ja. Geht zum Baut schon ihr Equipment wieder ab. Oh, haben wir geschafft, Freunde. Ja, wir hoffen, ne, das Abenteuer hier hat euch gefallen mit der riesen Mega-Klinik hier. Und na, ein paar coole Sachen gab es ja noch zu sehen. Also, jeder Lost Place hat seinen Reiz, ne? Ja, aber Halleluja, so weit von. Ein paar Jährchen ein bisschen spät gekommen. Ja, na, man hätte vielleicht vor 3-4 Jahren hier, aber so ist er nun mal. Dann haben wir für uns mehr in Belgien rumgetrieben. Ne? Bald geht auch wieder los die Belgien-Tour. Ach du Herrgott. Freunde, in diesem Sinne, lasst ein Abo da, gebt den Daumen, aktiviert die Sommerglocken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Ah, oh, herrlich in der Sonne. Freunde, bleibt dabei, weil es gibt jetzt noch was zu essen. Und ich weiß nicht, wann wir endlich mal zum Grillen kommen. Ey. Freunde, in diesem Sinne, wir sehen uns bis gleich. Haut rein. Tschüss. Jetzt wollten wir hier oben auf der Burg extra auf den Berg hier hoch, verstehst du? Alter Schwede, fährst du schon lange hin, hattet heute Ruhetag. Kätzchen hat ein neues Handy, verstehst du? Ja, das ist, verstehst du, für Kätzchen müsste das Handy so groß sein wie ein Tablet. Halleluja. Alter, 150 Meter tief, komplett ausgemauert. Der dritttiefste Brunnen Deutschlands. Ich glaube nicht, dass die überhaupt irgendwas verstehen können, weil das arme Kätzchen davor liest, weil das so weit weg ist. Guck mal, hier Kätzchen. Hier sind die Sternzeichen drin. Ah. Osten, Westen. Krass, ne? Hier vorne muss sein. Ja. Hä? Hm? die zusammenpassen. Selbst mit Skorpion.
Wir haben euch noch mal kurz reingelegt, den sind wir nicht essen gefahren, sondern haben noch für euch hier so einen kleinen Schnapper gemacht für euch hier. Ne, so als Absacker, aber jetzt gleich gibt es hier eine Gabe da, Freunde, da. Ja. Freunde, hier, wir sind bei Maxi. Ich will nur hoffen, dass die jetzt auch wirklich aufhaben. Ich hoffe, dass etwas gibt, weil sonst gibt's. Ich hoffe das auch. Für alle Beteiligten. Ja, ja, angenehm warm. Und jetzt geht er weiter. Ich glaube schon. Ja, schon. Ich nehme Großmutter Schnitzel. Dann nehme ich ihn dabei. Ja, Schnitzel dabei. Da sind wir immer lecker dabei. Ich hätte ja auch gerne das hier, aber ich weiß nicht, ob. Oh, das sieht ja lecker aus. Ne, komm, Schnitzel und ab geht die Post. Das ist keine Werbung, keine Produktplatzierung für das Maxi hier, ne? Nee, Freunde. Wir wollen hoffen, dass wir den lecker Schnitzel. Der kommt schon beleidigt, weil er noch kochen muss. Jetzt haben wir hier. Die Zapfanlage ist defekt. Da haben wir Flaschenbier bestellt mit Fanta, ein Glas Fanta. Ne? Jetzt haben wir aber ein falsches Bier, ein Köstritzer Schwarzbier. Und da haben wir jetzt so Humpen und haben uns das jetzt selber gemischt. Geht's reichen? Prost. Mhm. Ja, und ihr müsst jetzt mal nicht immer da hingucken, denn da läuft gerade hier, ich weiß nicht, irgendwas Lustiges da. Yes, I'm single, oh, we want to mingle, and my friends are on the way. You got that good, good vibe. I want to say, wir wollen ja diese Kätzchen essen hier. Ist das schon mal okay, geht's reichen? Mhm. Halleluja. Jetzt kann der Kätzchen aber nicht mehr knatschen. Oma. Das ist mal ein Hawaii-Schnitzelchen. Mit Speckwühnchen, hi, Devitzka. Also man muss sagen, Respekt, Hut ab. Ja, hat der Koch mal eine 1 verdient. Die Schnitzel ist richtig lecker. Gut paniert. Die Panade schmeckt lecker. Hm. Richtig, richtig lecker. So, Freunde. Wir lassen uns das jetzt hier schmecken. Jetzt essen wir schön. Lassen den Abend ausklingen. Müssen gleich noch hier irgendwie 2,5 Stunden nach Hause fahren. Jawohl. Aber das ist egal. Freunde, in diesem Sinne sagen wir euch jetzt ein richtig. Da habt ihr die Stimme aus dem Hintergrund gehört. Ein vollmundiger. Ja, Freunde, jetzt klingt sie schon mal aus. Und lasst ein Like da, gebt ein Abo, hebt die Glocken an und folgt uns auf Instagram. Ne, da sind auch immer aktuelle andere lustige Sachen. Hm. Genießt euer Abendessen, euer Frühstück, euer Mittagessen, wie auch immer. Und euch ein bisschen Kaffee, Freunde. Wir sehen uns bis bald, spätestens im nächsten Video.